Das elefantenweiße Haus von Pinavella wurde 1975 auf einer ehemaligen Kokosplantage gegründet, um die von ihrer Mutter verlassenen Elefantenbabys aufzuziehen. Das riesige Freigehege ist für Besucher frei zugänglich. Aber auch kranke und verletzte Tiere finden Pinavella Hilfe. Dieser Riese zum Beispiel ist erblindet und nicht mehr in der Lage, als Arbeitselefant zu dienen. In freier Natur wäre sein Schicksal besiegelt. Die behäbig wirkenden Dickhäuter entwickeln bei der Zubereitung ihrer Futterration eine bemerkenswerte Geschicklichkeit. Eine besondere Attraktion für alle Besucher ist die Fütterung der Elefantenkinder, die täglich mehrmals stattfindet. Für die Ernährung, Pflege und Betreuung sind speziell ausgebildete Tierpfleger verantwortlich. Die Ersättlichkeit dieser Babys ist groß. Dabei kommt es auch zu Drängeleien und Futterneid. Possierlich sind die ganz Kleinen, die noch mit Flaum auf dem Kopf so herrlich tollpatschig wirken. Regelmäßig am Nachmittag werden die Elefanten zum nahegelegenen Mahaoya-Fluss getrieben. Dort werden sie von ihren Mahouts gebürstet und gewaschen. Ein Ritual, das den Elefanten Spaß zu machen scheint. Auch in freier Wildbahn suchen Elefanten das Wasser, um sich von lästigen Insekten zu befreien. Auf Sri Lanka wurden schon vor über 2000 Jahren Elefanten gefangen und zu Arbeitstieren oder Kriegswerkzeug abgerichtet. Die Singalesen, die ihre Insel mit Hunderttausenden von Dickhäutern teilten, entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte zu hochkarätigen Elefantenkennern. Derzeit gibt es noch etwa 3000 Elefanten auf Sri Lanka. Die Gesamtzahl der in Südostasien Lebenden wird auf 50.000 geschätzt. Das den Elefanten angeborene Sozialverhalten innerhalb der Herde zeigt sich selbst in der Gefangenschaft. Um den Kleinen ein Bad zu ermöglichen, schützen die Mütter ihre Babys vor allzu starker Strömung im Fluss. Diese Intensivreinigung scheint den Dickhäutern zu gefallen. Gemächlich liegen sie im Wasser und lassen sich genüsslich den Rücken kauen. Mit rauen Kokosnussschalen versucht der Pfleger, das Ungeziefer aus der Elefantenhaut zu schrubben. Manchmal müssen die Pfleger allerdings nachhelfen. Den unwilligen Tieren wird der Schwanz so lange verdreht, bis sie nachgeben und unters Wasser gehen.